Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Forza Horizon 4 Multiplayer-Folge. Es ist endlich soweit, Forza Horizon 5 ist angekündigt und das bedeutet, es ist endlich Zeit für die Crossover-Formate. Das heißt, wir kombinieren Wheelspin mit Cops vs. Racer. Und bei dieser ganz besonderen ersten Crossover-Edition in Forza Horizon 4 ist mit dabei der Andy, Bluto Kaskade, Vince, Stui, Crapper, darf sein nicht gut, Fly High, nur 24 Stunden Racer, Chinao, Supernoob und LPN 442 oder kurz gesagt Dennis. Grüß euch! Hallo! Hallo! Guten Tag! Hallo! Ja, und jetzt gleich eine Frage an die Zuschauer. Wen habe ich dran gekriegt, als ich die drei magischen Buchstaben LPN gesagt habe? Da haben doch schon manche Hoffnung gehabt, dass Lukas mit dabei ist. Also liebe Grüße gehen raus an LPN 05. Darfst auch gerne nochmal dabei sein. Es wird nämlich stark nach dir verlangt. Der Gruß geht jetzt hier offiziell an der Stelle raus. Spätestens, wenn wir dann in Mexiko landen. Ja. So, ja, aber was bedeutet jetzt Crossover? Was bedeutet Wheelspin trifft auf CVR? Naja, im Prinzip sind es zwei Hälften. Wir machen ganz normal jetzt erstmal Wheelspin, ganz normales Wheelspin-Format. Drei Spins drehen. Es gibt auch den Joker-Spin, wenn man mit den drei Spins nicht zufrieden ist. Baut sich ein Fahrzeug auf und dann werden wir auch nochmal ein schönes Track Race machen, nachdem wir uns die Fahrzeuge der anderen auch angeguckt haben. Und dann aber spielen wir nicht diese fünf Spiele oder fünf Rennen, die wir immer machen, sondern dann spielen wir eine Runde, ganz normales CVR, aber mit diesen Fahrzeugen, die wir aufgebaut haben. Das heißt, man weiß allerdings noch nicht, bis nach dem Track Race, okay, ist man jetzt auf der Seite der Cops oder der Racer mit seinem Fahrzeug. Wird sein Fahrzeug ein Cop-Fahrzeug werden oder wird es ein Racer-Fahrzeug sein? Das bleibt noch so ein bisschen offen. Es gibt noch ein paar Sonderregeln, auf die möchte ich jetzt aber nicht großartig drauf eingehen. Das kann ich dann auch gleich nochmal sagen, wenn wir ins Tuning-Menü verschwinden. Alle Beteiligten wissen Bescheid. Und deswegen würde ich jetzt einfach sagen, ja, viel Spaß beim am Rad drehen. Und hoffen wir mal, dass was Cooles dabei rauskommt und so weiter und so fort. Oh, ich sehe schon eine Anglia, bitte nicht. Ich hab's vorher noch gesagt. Auto. Oh, ich hab die Millionen-Spin drin. Oh, wie knapp. Oh, oh Gott. Bitte. Nein. Also damit kann man arbeiten. Was war das? Bisschen zwei goldene Traumautos gelandet. Ich hab dreimal hintereinander dasselbe Auto geschmackt. Ich hab kein Notizbuch, warte mal. Ich hab schon Probleme. Oh. Ja. Oh nein, oh nein, ja. Oh nein. Bitte, ich zieh noch was Gutes. Wie geht das nochmal mit dem Joker ab? Ja, so, du kannst, also lautstark, dass zumindest mal einmal akustisch gehört wurde, kannst du sagen, ich ziehe einen Joker-Spin, dann sind die drei Spins, die du gerade eben hattest, weg. Die kommen in den Mülleimer und darfst nochmal drehen, aber nur zweimal diesmal. Ja. Das ist der kleine Risikogamble, den man hat. Ja, okay, ich Gamble. Komm, ich mach nochmal. Ja, gut, okay, ich habe auch den Joker benutzt, weil ich habe dreimal hintereinander die Anglia gezogen. Jetzt nicht mehr dazu. Dreimal hintereinander die Anglia, das ist okay, ja, du bist ja neuer Anglia-Master, würde ich mal sagen. Okay, ich ziehe das nochmal. Also, ich würde auch den Joker. So. Ja. Oh, bitte, ja, bitte, 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 ja, bitte, 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 bitte. Oh Gott. Hier ist besser geworden. Ey, ich finde jetzt, ich muss mal kurz was prüfen, aber kann sein, dass ich auch einen Joker ziehe. Das ist es auf der einen Seite zwar ein bisschen tragisch, was gerade passiert ist, weil ich hatte eigentlich einen Plan, dass ich hier reingegangen bin in die Folge, aber das muss ich dann mal anders machen. Ich muss mal ganz kurz was überprüfen. Bluto? Ja. Schlechter kann es nicht laufen, ich gamble auch. Ich weiß gamble? Nicht, was ihr habt. Ausgezahlt. Ich drehe aus Spaß jetzt auch nochmal die zweite Joker-Wheels, bin so, aber ich nehme meine erste. Ich habe das Meme-Auto schlechthin einfach. Das Nein, oh, mit meinem Auto fällt mir gerade auf, dass ich in einer Sache extrem Glück habe, sogar, wo es ein Fehler ist. Okay, passt mal auf, Leute. Ich ziehe auch einen Joker-Spin, das heißt, ich darf noch zweimal drehen. Das, was ich gerade eben gezogen habe, ist weg. Also, es ist das, was ich habe, ist schlecht. Aber das, was jetzt kommt, kann natürlich noch schlechter werden. Aber das ist halt das Risiko. Oh, bitte sei einfach besser. Sei einfach auf meiner Seite. Oh, fuck. Ich glaube, das wird. Warum tust du mir das an? Dieses Format, ey. Weißt du, wenn du auch schon siehst, dass du nur fast grüne Spins drehst, kannst ja fast nicht auf was. Wow. Fuck. Ja, euch wird aufgefallen sein, dass in letzter Zeit recht wenig Wheelspin kam. Jetzt müsst ihr. Das muss jetzt alles das mal wieder ein bisschen zurückkommen hier, das ganze Glück. Das ganze Pech, meinst du? Ja, ja. Ey. Ja, ja, das ist okay, das klassische Glück. Okay, es muss ja irgendwie gehen. Ich glaube, wir haben mal das ausgerechnet, dass es anscheinend gehen muss. Aber ich glaube, ich hätte doch bei dem bleiben sollen, was ich. Ach, egal. Jetzt ist es halt so. Wunderbar! Dann. 20.000? Man munkelt. Ne, eigentlich habe ich sogar weniger. Aber zum Glück dürfen wir ja auf
aufrunden auf 10.000 jeweils. Ich kann erst so, ja. Hab richtig Bock. Aber ist egal. Ja, das wird eine richtig spannende Kopfverfolgung gleich nachher. Oder Flucht oder was auch immer. Ja, dann würde ich sagen, wir gehen mal zu uns ins Festival oder zu unserem Häuschen und fangen mal an, ein bisschen zu tunen. Jeder hat wieder 15 Minuten Zeit, sich voll und ganz auszutoben. Ich weiß gar nicht, wer möchte denn quasi unter sich sein. Andi, schätze ich mal. Supernoob, du auch? Oder bleibst du hier bei allen? Ah, ich bleib hier bei allen. Alles hey, klar. Ich würde den nur 24-Stunden-Racer mitnehmen. Oh, Jetzt romantisch. Romantisch. Dann bis gleich. Bis gleich. Tschüss. Ja, das war ja mal ein Fail. Ne? Machst du gleich mal Crossover-Format und kriegst gleich mal so eine richtige Nackenstelle. Ja, ich hätte wohl den Bel Air behalten sollen. Bla, blub. Ach, verdammt. Mit 20.000 kann ich halt gar nichts machen, ne? Würde ich mal behaupten. Aber so sind die Regeln. So sind die Regeln. So sind die Regeln. Es ist halt, das Schlimme ist, ich kann halt so ein Auto kaufen und das war's, ne? Also ich nehme jetzt halt das stärkste Auto, was wahrscheinlich ein Golf sein wird. Und der ist ja verboten, glaube ich. Oder? Der war verboten. Den haben wir mal verboten, meine ich, den Vauxhall. Ich nehme einen Buggy. Ah nee, der ist zu teuer. Der kostet 25. Ich hätte einen Buggy echt genommen diesmal. Ich muss mal kurz bei Andi nachfragen. Und 40.000. Entschuldigung, dass ich hier reinplatze. Den Vauxhall haben wir verboten, ne? Mal vor Ewigkeiten. Den VX20? Ja. Ja. Okay, dann sage ich das denen da oben auch nochmal, dass der verboten ist. Okay, mein Beileid. Ja, danke. Perfekt. Sorry, dass ich hier kurz reinplatze. Nee. Aber ich wollte euch nur noch mal mitteilen und euch an meinem Pech teilhaben lassen. Vielleicht hat ja jemand so ein ähnliches Pech gehabt. Der Vauxhall VX 2020 Turbo ist verboten, ja, falls jemand mit dem liebäugelt. Wollte ich nur noch mal gesagt haben. Alles klar. Danke, bitte. Ich gehe jetzt heulen. Viel Spaß. So, verdammt, was möchte ich dann? Dann bleibt ja echt fast nur der Golf übrig, oder? Mit 630 und das war's dann. Ja, mehr kann ich ja auch nicht machen. Ich habe ja nichts mehr. Ich kann ja nur die 20.000. Günstiger wie 20.000 gibt's nicht. Also, ja, gratis ist jetzt nicht erlaubt, ne? So, also, das ist klar. Ich weiß auch gar nicht, warum habe ich den gratis? Habe ich ihn nie abgeholt? Doch, im Besitz und gratis. Verstehe ich nicht. Gut, egal. Ja, dann nehmen wir jetzt den Golf. Und that's it. Also, das, ja. Wir können ja schon mal nach dem Cop-Design suchen, oder? Falls wir Cop werden. Das können wir ja vielleicht mal machen. Nee, achso, das kann man. Ja, okay, nee. Dann Beschreibung machen wir mal. Polizei. Ich suche mal nach einem deutschen Begriff. Vielleicht gibt es ja ein deutsches. Ne? Ja, ich hätte aber gern so mit Grün, so ein richtig altbackenes. Oh ja. Weil es nicht so gut umgesetzt, ne? Schade. 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 Gendarmerie. Das ist ja quasi französisch, ne? Okay. Ja, dann wird es wahrscheinlich auf das oder das hinauslaufen, schätze ich mal. Ist auch vom gleichen. Der hat halt immer so mit so Warndinger vorne an der Stoßstange. Boah, das ist ja richtig heftig, ey. Aber okay, wir bleiben erstmal so. Wir wissen ja nicht, vielleicht sind wir ja auch Racer. Hab ich das jetzt gekauft? Ne, ich hab's nicht gekauft, ne? So. Ich mach mal einfach. Ja, ich lasse es blau, das ist okay, passt schon. Ja, wir fahren mal trotzdem mal ganz kurz durch die Gegend, würde ich sagen. Da kann ich euch trotzdem mal die Regeln, die Sonderregeln erklären, die jetzt bei mir definitiv nicht zum Trage kommen. Und zwar, um das Ganze ein bisschen zu balancen jetzt gleich, wenn wir dann nach dem Wheelspin-Part, nach dem Track Race in den CVR-Part switchen. Damit es halt nicht so komplett aus dem Ruder läuft, dass ich jetzt hier mit meinem Standard-Golf gegen irgendeinen mit zum Beispiel einem vollgetunten GT3 RS auf der X-Klasse oder sowas angereden muss. Er wird es so sein, dass alle maximal bis LI 850 aufbauen dürfen. Da haben sie aber völlig freie Hand, was sie machen, weil Wheelspin, da ist Tuning alles erlaubt. Ausnahme ist, wenn man im Wheelspin jetzt ein Fahrzeug gezogen hätte, was in der Basis schon
mehr LI hat. Also zum Beispiel, wenn man jetzt ein Fahrzeug zieht, was S2 930 ist oder so, dann dürfte man das auch verwenden. Man darf aber allerdings nichts mehr dran tunen. Man muss es dann so nehmen, wie es ist. Ja. Genau, des Weiteren wird es auch so sein, dass wir die Teams gleich nicht direkt per Zufall auslosen werden, sondern wir schauen, wer welche Fahrzeuge hat oder welche LIs besser gesagt hat, und dann teilen wir quasi die zwei stärksten Spieler. Kommt der eine das eine Team, der andere das andere Team. Ob Cop oder Racer wird dann ausgelost. Und so machen wir das durch bis halt zum Letztplatzierten sozusagen. Ja. Und ja, mir fällt gerade ein, ich kann ja tatsächlich eigentlich, wenn ich Racer werden sollte, mit dem ja tatsächlich einfach mich als, ja, als Passant tarnen. Weil solche Golfs fahren doch dumm so ein bisschen durch die Gegend, oder? Gut, ein R32 vielleicht nicht, aber ihr wisst schon, was ich meine, oder? Das mache ich. So mache ich das. Genau so mache ich das. Wunderbar. Ja gut, Leute, dann gibt es eigentlich groß gar nicht mehr so viel zu erzählen. Ich meine, ich könnte jetzt höchstens schon mal nach mich nach Edinburgh hier porten und quasi schon mal ein bisschen die Lage checken, wie sich das Fahrzeug so in den Häusergassen fährt. Oh, ich habe echt kein Wheelspin-Glück. Nicht mal beim Crossover-Format. Das ist doch traurig, ist das. Ja, an die ganzen vielleicht neuen Zuschauer hier auf dem Kanal, wenn ihr noch am Start seid und ihr jetzt gar nichts checkt, so, hey, was, Crossover, hey, Wheelspin, hey, Cops vs. Racer, was ist denn hier los? Checkt einfach mal die Videobeschreibung aus. Da ist eine Playlist zu allen Multiplayer-Folgen, die wir hier in Horizon 4 gemacht haben. Eben auch zum normalen Wheelspin-Format und zum normalen Cops vs. Racer-Format. Auf jeden Fall immer noch absolut sehenswert, ganz klar. Und es war immer wieder, oder beziehungsweise wir haben das in Horizon 3 schon so gemacht, dass als Horizon 4 damals angekündigt war, haben wir gesagt, Mensch, was machen wir jetzt noch? Wir müssen doch irgendwas Cooles noch zum Abschluss machen. Und dann haben wir gesagt, okay, komm, lass einfach mal die Formate kombinieren miteinander. Und das wurde sich dann natürlich auch relativ schnell immer hier gewünscht, dass wir das mal machen. Manche wussten das auch gar nicht, dass wir das schon mal gemacht haben und sind selber auf die Idee gekommen, dass wir einfach sowas kombinieren ja könnten. Und ja, aber da haben wir immer wieder gesagt, nee, nee, pass mal auf, diese Crossover-Geschichten, dass wir Formate miteinander kombinieren, das werden wir wieder machen, wenn eben genau das Gleiche eintritt. Also wenn der Nachfolger angekündigt ist, wenn der Nachfolger ansteht. Und ja, genau das ist ja jetzt passiert und da haben wir gesagt, komm, wir haben es euch versprochen, also werden wir das Versprechen jetzt einfach gleich einlösen. Und deswegen gibt es jetzt eben heute schon direkt die erste Crossover-Folge. Ich denke allerdings, dass es, weil es trotzdem nochmal ein paar Monate hin ist, bis Horizon 5, dass trotzdem auch nochmal normale Formate kommen werden. Also wir werden jetzt nicht dauerhaft Crossover machen, aber es wird jetzt schon das öfter mal kommen, auch mal im Wheelspin kombiniert mit Most Wanted oder vielleicht Wheelspin Gold Digger Edition kombiniert mit Most Wanted oder was weiß ich, oder mit Offroad oder, naja, da kann man ja alles Mögliche kombinieren. Und deswegen lasst euch mal überraschen, was wir uns da so Verrücktes überlegen. Natürlich dürft ihr auch gerne Vorschläge machen, aber ja, in erster Linie lasst uns da mal oder lasst euch da einfach erstmal überraschen, was wir uns da schon mal so ein bisschen ausgedacht haben, was wir so machen können. Und ansonsten würde ich jetzt einfach sagen an dieser Stelle, ne, hier bin ich ja noch gar nicht, ne? Da sind wir erst später dran. Gut, aber wir können ja schon mal den Startpunkt kurz auschecken. Trotzdem sage ich jetzt einmal an dieser Stelle, ich gehe mal zurück zum Flugplatz und dann gucken wir mal, was die anderen so Schönes haben. Und ja, dann werden wir dem Ganzen einfach mal mal freudig entgegenblicken, egal ob am Ende Cop oder Racer. Also, bis gleich. So, da stehen die, ja, man könnte jetzt sagen, noch Passanten und zum Teil auch Racer und zum Teil, ja, was auch immer. Auf jeden Fall noch keine Cops. Wie gesagt, das entscheiden wir gleich noch, wer das wird. Ich würde sagen, wir gehen jetzt in alter Wheelspin-Manier erstmal die Fahrzeuge durch und beginnen mit dem guten Stui. Ja, ich habe 140.000 gezogen und habe mir da davon dann diesen KTM gekauft. Und ein bisschen Allrad rein, ein bisschen Flügel drauf und das war's dann eigentlich auch schon. Quasi zwei No-Gos normalerweise bei CVR. Genau, voll ausgenutzt. Voll ausgenutzt, richtiger hier, ne? Wie nennt man das, wenn jemand, der immer so die... Und dazu noch ein No-Go bei Wheelspin. Ja, was für No-Go bei Wheelspin? Ach stimmt, eigentlich sind ja Dings verboten. Aber hast du den gezogen oder gekauft? Nein, ich habe den gekauft. Ah, ist ein Track-Toy, ne?
Ja, eigentlich sind die. Ach, verdammt. Aber wir sind heute, sind wir nett oder sind wir nicht nett? Weil wir hatten ja mal so eine Bestrafungs-, so ein Bestrafungs-. Ja, das war dann die Anglia. Ne? Ja, das ist war richtig. Isetta, die Isetta. Das war die Isetta. Ja. Noch wir besser. Haben auch mal auf die Anglia geswitcht. Das ist eigentlich auch egal, ja. Ja, also jetzt wäre ein Livestream geil, weil jetzt könntest du die Leute entscheiden lassen, aber. Du weißt genau, wie die Leute entscheiden würden. Genau. Ja, Stuy, ich ja, glaube, ich müsste ich sagen, mal einkaufen, glaube ich, leider auf die Isetta switchen. Das ist traurig, ich könnte sie mir ja nicht mal leisten, ja, für, aber gut, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. So, der nächste Kandidat, Andi, der versteckt sich noch ein bisschen, aber der fährt auch ein halbes Tarnkappenfahrzeug, nämlich einen Lamborghini Gallardo LP, ich konnte es mal auf Italienisch aussprechen, 75, Superleggera. Ich bin mit einem Plan in die Folge gegangen, der hat nicht funktioniert, aber hey, Gallardo ist auch ganz cool. Und ja, bin nicht ganz mit dem Budget fertig geworden, was ich dann am Ende hatte. Also hab noch ein bisschen was übrig. Du Armer. Hat sich ja richtig schwer erwischt für heute, ja. Ja, ich hatte überlegt, dir so einen Zehner rüberzuschieben, aber. Ja, alles gut, alles gut. Das musste so sein, nachdem ich ja so. Ich glaube, in der letzten Wheelspin-Ausgabe hatte ich doch, glaube ich, sogar den Millionenspin gezogen. Also übertrieben viel Geld gehabt. Das habe ja gesagt, das würde für 1000 Wheelspin-Folgen reichen, aber. Jetzt ist es halt so. Egal. Wir machen weiter im Text und da haben wir den guten LPN oder den Dennis, besser gesagt. Ich habe mir die Möglichkeit des Jokers genutzt und habe dadurch den 2003er M5 und 20.000 gezogen. Okay. Dann Shinoa. Ich habe ihn angeblich wohl gerade, und das tut mir sehr leid, weil ich weiß, wie blöd es manchmal ist, wenn man falsch ausgesprochen wird. Ich habe ihn nämlich gerade falsch ausgesprochen, deswegen Shinoa hat auch was Kleines, Dezentes gezogen, wie ich sehe. Ja, klein, dezent. Nachdem es sehr gut angefangen hat mit dreimal hintereinander Anglias, habe ich natürlich die zwei Joker-Spins geschmissen, Zeiten gezogen und 120.000 und ja, daraus wurde dieser 3-Tonnen amerikanischer Bomber. Ja gut, Amerikanisch. Oh, ups. Ja, also sagen wir so, rein optisch ja, aber es ist immer noch ein Nissan. Aber ist okay, das Amerikanische ist dafür das, was neben dir steht. Und zwar Supernoob natürlich mit seiner Viper. Genau, also ich habe erstmal nur Geld gezogen gehabt, bin ganz, also hatte sogar den Millionenspin drin. Hab dann noch die Viper gezogen, dann nochmal ein bisschen Geld, hatte dann 45.000 Euro, Dollar noch zum Tunen. Ja, V10 und breite Schlappen. Alles klar. Ludo. Ja, also ich habe auch mal zum ersten Mal den Joker benutzt, nachdem ich nur 30.000 sonst zur Verfügung gehabt hätte. Und da ist dann die NSX noch rausgekommen und 10.000 zum Tuning. Also ein bisschen was noch an Leistung gemacht, aber sonst eine Stock NSX. Alles klar. Dann Leihai. Ich habe mal wieder gegambelt, bin dann bei dem Honda S2000 gelandet, hatte 10.000 Tuning-Budget, also viel ging nicht. Und jetzt stehen wir hier. Wunderbar. Ja, ich stehe auch hier. Man mag es kaum glauben. Für ein Budget für 20.000, da habe ich mir hier einen Stock oder einen Stock Golf R32 gegönnt. Ende der Geschichte. Ist nämlich das 20.000 Credit teure Fahrzeug, was den höchsten LI hat, ausgenommen ist. Der Vauxhall, der eben ja verboten ist in dem Format. Sonst hätte ich jetzt eine Isetta fahren dürfen, die ja mehr wert gewesen wäre. Also rein jetzt zum Werttechnischen hätte ich vielleicht auch den Move von Story machen müssen. Fällt mir gerade so ein. Aber da es ja nicht darum geht, oder da wir ja kein Crossover machen mit wer verkauft am Ende am teuersten, sondern wir nachher CVR spielen. Ja, ist mir dann der Golf vielleicht doch lieber. Vor allem mir ist mir noch so eingefallen, wenn ich nicht Cop werde, dann habe ich ja tendenziell vielleicht noch die Chance, mich mit dem Fahrzeug vielleicht zu tarnen im Verkehr, weil doch ein paar Golfs durch die Gegend fahren, aber ich glaube, der Trick wird nicht aufgehen. Das dachte ich tatsächlich, dass das dein einziger Plan sein wird, wenn du 20.000 hast. Ne, das ist mir erst später tatsächlich eingefallen, aber mal gucken, ob's so kommt. Wahrscheinlich bei meinem Glück bin ich dann Cop und kann gar nichts ausrichten, aber ist egal, mal gucken. So im Weg stehen kann man immer. Gut, machen wir weiter. Nur 24-Stunden-Racer, der hat, glaube ich, ähnlich wie Andy einen Checkpot gezogen, würde ich sagen. Schwestermodell oder Brudermodell vom Gallardo. Bei meinen ersten zwei Spins hatte ich so schon ein bisschen Angst, dass mich mein Glück verlassen hat. Nur 20.000, aber beim letzten Spin, dem Audi R8, viel mehr kann man sich ja nicht wünschen. Mittelmotor, Allrad und dann eben mit den 20.000 auch noch genug Geld, um ihn maximal auf 850 zu bauen. Ja, der ist ja schon, glaube ich, Stock bei 830, 840 rum, ne? 24, genau. Ah ja, okay, ja.
So, Vince will sich anscheinend auch im Verkehr tarnen oder war da einfach Pech dabei? Ja, nun, da wir ja bald nach Mexiko umziehen, hat sich halt der Weespin gedacht, na klar, geben wir euch mal direkt was für einen Umzug halt zum Transportieren mit. Ah, du warst im Trailer der weiße Transporter. Genau. Dahin durch die. Ah, dann haben wir das jetzt auch geklärt. Also, ne, an alle News-Forza-YouTuber könnt ihr gleich verpacken. Vinco, Mr. El Vinco. Mexikanischer Lieferdienste. Genau. Ja, El Vinco, ne, passt ja. Ja, ja genau, ja. Eben. El Vinco. Genau. Gringo. Gringo El Vinco. Gefällt mir. Das sind schon wieder. Ja, ich habe halt den netten Transit gezogen, habe schon direkt mal direkt lachen anfangen müssen, habe halt da nochmal 170 und 15 nochmal gezogen. Heißt, ja, da ist sehr geräumig am Motor verändert worden und am Antrieb und dementsprechend, ja, entweder wird das halt eine sehr lustige Gaudi oder eine Tarnkappenmission. Wir werden es sehen. Ja, auf jeden Fall. So, dann haben wir noch zwei übrig und zwar kommen wir zu Darf Seinigut mit auch einem ganz schnittigen Fahrzeug. Mir fällt gerade auf, ich habe keines von euch gewaschen, aber was ja auch wieder dann zu dem kommenden Mexiko-Setting in ein paar Monaten passt, da werden wir wahrscheinlich auch die ganze Zeit staubige Fahrzeuge bewegen, also von dem her alles gut. Ja, also ich hatte, kann man sagen, Glück im Unglück und zwar habe ich im ersten Spin 5000 gezogen, da drüber waren Regera und da drunter waren CLK GTR. Also budgettechnisch wäre es mit dem Regera natürlich noch was anderes gewesen, aber den hätte ich ja leider sowieso nicht benutzen dürfen. Also bin ich ganz froh, jetzt hier das Ding ordentlich getunt zu haben. Genau, gut, dass du es erwähnst. Das ist nämlich eine Regel, die ich noch vergessen habe zu erwähnen an euch Zuschauer. Hybridfahrzeuge waren weiterhin verboten oder irgendwo, wenn ein Elektromotor irgendwie mit dabei ist, also rein elektrisch oder Hybrid. Und der Regera ist natürlich ein Hybrid und deswegen war der verboten. Sonst hättest du ihn ja tendenziell verwenden können. Also wenn es jetzt ein One-to-One gewesen wäre zum Beispiel, dann hätte es quasi Checkpot gehabt. Wobei, weiß man nicht, wenn du dann Racer wirst und einmal nicht aufpasst, dann bist du mit dem Ding ganz schön schnell in der Wand, glaube ich. Aber gut, so ist es nicht gekommen, deswegen passt es auch. Und ja, last but not least haben wir noch Crapper. Ja, also ich habe mir hier diesen schönen Mustang Debris Design, glaube ich, heißt der, geholt. Ich habe den Joker auch verwendet. Ich habe erstmal in dem Joker 15.000 gezogen, habe mir gedacht, das wird nichts. Und dann kam so ein Millionenspin. Ich bräuchte erstmal 5 Minuten, um das zu verarbeiten. Und ja, dann habe ich den halt voll aufgetuned und ja, also nicht voll aufgetuned, halt bis zu unserem Maximum. Und ich habe davon auch schön ein Bildgame erstmal gemacht, weil sowas erlebt man nicht alle Tage. Ja, das stimmt wohl. Das stimmt wohl. Ja, wunderbar. Dann würde ich sagen, machen wir trotzdem in alter schöner Manier noch ein Track Race. Pluto, du bist Lead. Das heißt, du kannst auch du schnell ein Track Race machen. Einfach Anything Goes, Sommer und ab dafür. Das kriegst du hin. Jo. Und ja, dann bin ich mal gleich gespannt, wer auf welche Seite des Gesetzes gehen darf. Also auch das nochmal. Wir werden halt nur eine Seite spielen. Ne? Na, also wir werden nicht zwei Runden spielen, weil sonst ja, wird die Folge Pluto, einen Moment. Zu lang. Ich habe gerade rausgefunden, dass ich nicht mal eine Isetta. Oh, jetzt, okay. Ah, okay. Ich habe eh Beitritt zur Sitzung nicht mehr. Ja, das ist auch charmant. Ja, das eine war auch erst ein Feld von mir. Und alle noch eine Kolonne. Isetta 300 Export. Ja, Stuhi, wenn du soweit bist, dann würde ich starten. Ich meine, Stuhi hat jetzt wenigstens einen Mittelmotor, das ist in CVR nie falsch. Das ist immer gut, stimmt. Ja. Ich sehe schon kommen der Zeit, ja, spätestens, wenn unser amerikanischer... Ich habe noch drüber nachgedacht, aber es war... Ich habe gedacht, nur Extremes sind nicht. Ja? Ich bin ganz ehrlich, bei mir wärst du durchgekommen damit. Aber Andi hat es natürlich erkannt. Ja. Stuhi, bist du ready? Ja! Ich habe da tatsächlich auch gerade nur erkannt, weil ich in der vergangenen Folge den gleichen Fehler gemacht habe, es da aber selber nicht mehr wusste. Und es da auch niemandem aufgefallen ist. Ich habe es erst nach der Folge dann, als ich das Thumbnail gemacht habe, gemerkt. So, ich bin in einer der vergangenen Weespin-Folgen den KTRM Force Edition gefahren. Ja, stimmt. Und mir ist halt erst, mir ist halt erst nachher aufgefallen, geht ja gar nicht. Stimmt eigentlich. Bitte. Andi, ich glaube, du musst nachträglich deine Strafe antreten. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, du musst eine Nummer nicht machen. Wo ist der Heel? Andi.
Dann können wir uns gegenseitig verfolgen. Ja, genau. Ja, ihr kommt ins gleiche Team. Ihr macht ihr Isetta-Sondereinheit hier. Isetta-Straßensperre, so, das sehe ich so. Oh, ja, da kannst du nicht mal so eine kleine Gasse mit absperren, weil sie zu klein sind. Ja, eine Straßenseite ist zu weit. Oh Mann, ey. Wenn ich Kopf werde und du Wacer, du tust mir jetzt schon leid. Ich wollte gerade sagen, also wenn der Kopf wird, dann haben wir ein Problem. Oh, ich hab einen weißen Transit neben mich, den. Oh je. Ja. Oh, was steht denn da neben mir? Die Sätze. Ich zieh euch ab, du. Pass auf. Ja, sind aber doch viele recht in diese Richtung 850, 800 gekommen. Ja. Ja. Das deutlich mehr, als ich dachte. Ja. Der Ray war auch knapp dabei, also. Ja, ich muss sagen, Sui war sehr, sehr knapp. Was ich hatte davor, ich habe ja auch einen Joker-Spin gezogen, ich hatte davor. Jawohl, okay, davor hatte ich ja. Was ist denn jetzt los? Ich habe 1000 Newtonmeter, wo sind die hin? Ja, die hast du nicht eingebaut. Ja, hab ich das gewonnen. Kann mir einer mal kurz erklären, warum der fucking Pike aus der, by the way, das schwerste Auto hier unter uns ist, erster wird. Ja, das Stewie gibt alles. Weil er Power hat. Ja, Mann, ja, ich dreh aus. Mitwippen. 75%. 80. 85. 90. Oh. Hä? Moment. Wieso ist das Drag Race nach 90% vorbei? Das habe ich auch noch nicht rausgefunden. Ja, das ging jetzt übelst schnell. Du warst so 90 und dann ging so wupp, 100. Oh, er hat den zweiten Gang in Technik Days, oder? Ja, ich glaube auch. Fuck. Richtig verrückt. Nee, was ich sagen wollte, tatsächlich in meinem ersten Spin habe ich ja den Hoonigan Bel Air gezogen und da dachte ich so, nee, das ist bestimmt schlecht, dann riskiere ich es mal. Aber naja, dass dann halt eine 20.000-Summe rauskommt, das wäre nicht so geil gewesen. Oh, immerhin. Naja, wunderbar, Leute. Dann würde ich sagen, jetzt gibt's einen kleinen Cut und dann sehen wir uns gleich wieder in Edinburgh. Ich habe ja euch den Platz schon gezeigt bei mir in der Aufnahme. Bin ein bisschen durch die Gegend gefahren. Ich konnte ja eh nicht tunen. Und dann sehen wir auch, wer in welchem Team ist. Und vielleicht gibt's ja auch noch mal ein paar schöne Cop-Designs, zumindest mal bei den 6 Leuten, die auch Cop geworden sind. Lassen wir uns mal überraschen. Bis gleich. So, dann für die Einteilung. Also den Audi bitte auf die Autobahn, den Golf bitte in die nördliche Stadt, der Lambo dann bitte so beim Flugplatz so in der Gegend, vielleicht noch Richtung Berggrundstrecke. Die Viper dann bitte eher südliche Stadt und da noch so ein bisschen, ich sag jetzt mal, nach außen auch hin. Nicht Strandstraße? Also Richtung Süden. Und nee, Strand macht dann bitte der Titan noch die Strandstraße. Und ich werde dann eher so noch südliche Stadt und östliche Stadt auch noch abdecken. Aber der jetzt bei Flugplatz ist und der mit südlicher Stadt, die dürfte ich auch so ein bisschen absprechen mit Ray-Gedächtnis, Mauerkurve und halt die Straße da. Dürfte ich da gleich fragen, ob ich mit der Viper, also ich Audi mit Autobahn mit der Viper tauschen kann, weil ich Topspeed hatte gar nicht. Von mir es geht los im Übrigen in 3. Dann Viper-Autobahn. 1, go! Oh, die Flugplatz. So, ich hoffe an die Zuschauer, ihr habt da noch mal ein bisschen die Cop-Designs gesehen, die verschiedenen. Und ich hab noch so ein geiles, altes, grün, silbernes Polizeidesign gefunden. Ich habe nämlich vorher schon mal geguckt, was es so für Cop-Designs gibt. Und dann wollte ich unbedingt sowas und hab nichts gefunden. Aber jetzt habe ich es doch noch gefunden. Das hätte ich auch wahrscheinlich noch selber machen können in der Zeit, aber... Ja, also, wenn ihr es an den Stimmen nicht erkannt habt, dann nochmal ganz kurz, wer hat ist in welches M5, Team... nördlicher Kreisel. Wer es in welches Team geschafft hat, ich mach's ganz schnell. Also, Pluto darf sein, die guten 4-2-Stunden-Racer, Ski, Noah, Supernoob und ich sind bei den Cops, der Rest logischerweise bei den Racern und ich eile in Schrittgeschwindigkeit heran. Ja, lass weiter Anfang machen, wenn du... Ja, wir fahren jetzt Richtung mittlerer Kreisel vom nördlichen. Gut. Ein paar Halbgas hinterher. Ich fühle mich so gemobbt. Wie waren nochmal die Regeln mit dem hier, wenn ich kaputt bin, wo kann ich denn hin? Entweder Edinburgh Castle oder Castlefield Road oder Fairlawn Manor. Das sind die drei. Wir fahren jetzt südlich vom mittleren Kreisel weiter Richtung Süden Autobahn. Ach, hi Audi. Ich fahre nicht hinterher. Bejagt. Ein random sein. Ja. Soll man irgendwo mal runterstupsen oder so?
Also ihr fahrt Richtung auf Abfahrt. Ja, südlich. Ja. Ich hab den Lambo auf der Landstraße. Wenn du kannst, bleib dran. Richtung Bamberstraße. M5 dreht um. Ja, und statt Richtung Bamberstraße. Also wieder Autobahn oder? Wenn die wieder fährt, weiter Richtung Süden wahrscheinlich. Das ist jetzt bitte feste Anfang zu BMW. Wir sind jetzt immer noch Flugplatz. Kurz vor der südlichen Ausfahrt auf der Autobahn noch. Und von jetzt die runter. Jetzt. Fährt über die Brücke. Nee, doch nicht. Lambo ist jetzt an Bamberg. Der Lambo ist egal, bleib einfach dran. Okay. Wir machen Bambini-Taktik alle auf einen. Glaub ich schon Norden. Glaube ich, kann nicht dranbleiben. Passt. Dann gut ausgebremst. Wir haben Baum hier rechts. Oder ausbremsen. Ah. Ja, richtig. Wir fahren jetzt Richtung Castleview Road und bremsen ihn geradeaus. Wir sind noch neben dem Flughafen. Fahren. Ah, dreht um. Offen. Doch nee. Nicht. Alter, was machst du? Ich mach gar nichts. Du wärst mir ja nötig. Er ist schon recht langsam. Komm, wir fahren Richtung Castleview. BAM! Treffer, versenkt. Da bin ich, dass ich auch mal zu was nütze bin. Ich port mich aber direkt. Ja. Zweimal geschossen. Aus. Wir sind jetzt an der Kurve. Wir kommen jetzt von Ausfahrt. Gleich in die Häuser rein. An links. Links, ja, rein. Links rein. Ah, schade. Ich dachte, ich schaff's nochmal. Darf nicht zu schnell drauf. Ah ja. Wir setzen uns jetzt links. Links. Ja, dann links. Ja, ja. Den Lambo verloren, wir seid gerade. Wir haben ihn eigentlich. 20, 4. Ah, komm. Jo. Richtig. Dann klappern wir raus. Ja. Okay, sehr gut. Nice, da war ich doch zu was nütze. Dann kann ich ja jetzt Feierabend machen, oder? Ja. Na, nett, ich glaub, ist das da vorne nicht der weiße Transit gewesen? Ja, dann bitte wieder verteilen. Oder sei das nochmal. Hinfahren. So. Check. So. Ein weißer Transit. Also eine Person hat auch noch eine Verfolgung. Nein. Nee, es war nicht der. Amen. Okay. Das ist doch ein weißer Transit. Nein, ist er nicht. Okay. Ja, ist nicht jetzt werden die weißen Transits alle gemobbt. So, ich ramm den trotzdem nochmal. Ich darf ihn nicht mal. Doch, ich hab ihn Ghost gerammt. Ist gerade jemand Castleview-Straße Richtung Stadt gefahren? Ja, also da war ich jetzt, aber ich bin schon in der Stadt drin. Ja, ja. Ich komme jetzt zu Edinburgh. Oh, pass auf, Forzaton, aber ich weiß nicht, wo er ist. Ich guck schnell mal, wo er ist. Er ist nicht hier bei uns, er ist Gut, danke. Beim Staudamm, also easy. Ja, dann gehe ich halt wieder jetzt in Position, oder? Wenn wir eh keine. Ja. Ich fahre die Strandstraße wieder Richtung Stadt. Ich bin jetzt einmal ganz nach oben gefahren. Ich glaube, ich habe den weißen Transit gefunden. Wo? Er ist in der Stadt auf diesem kleinen Stück, was. Er fährt die Straße, jetzt wieder auf noch die Straße. Von diesem kleinen Stück, was auf die Straße da runter. Also Lambo ist auch nördlich der Stadt. Dann der Castleview-Straße Richtung Süden. Also ja, dann Transit. Oh Gott, Transit. Transit ist halt super schnell, ne? Wenn ich das noch richtig weiß. Ja. Und schwer. Oh. Ja, aber das ist ja der normale Transit, das heißt, der Motor ist vorne, ne? Ich habe den Lambo entdeckt, aber da kann ich ja niemals dranbleiben. Ich lasse ihn einfach fahren. Wo ist das? Vielleicht komme ich hin. Jetzt ist da im Norden bei diesem Theater oder was ist dieses Glasgebäude da? Ja, aber jetzt Transit, seid ihr noch dran? Wenn ja, können wir weiter anfangen. Aber wie ist das mit Reparieren? Ja, Transit. Bei 5% jederzeit nach Festnahme sowieso. Bei der Kirche fährt er jetzt gerade nach oben. Von dieser Straße unter den Brücken, da fährt er jetzt bei der Kirche rauf. Fährt über Castleview, fährt Richtung Castle rauf, auf der Castle-Straße. Also Richtung Castleview. Ja, nee, nicht Castleview, sorry, Richtung Castle hoch. Ab in den nördlichen Teil der Stadt, bei diesem Viereck hin, wo man außen rumfahren kann. Fährt dieses Viereck weiter. Fährt auf dieser Castle-Straße, fällt weiter in das Viereck. Da gibt es viele Vierecke. Da, dieses ganz kleine, nahe beim Castle, nahe bei der Burg. Oben. Ah ja, ja, ja. Jetzt ja, weggefahren. Fährt die Straße 1 nördlich von dieser Castle-Straße, bremst ab und fährt weiter nördlich Richtung der Main-Straße, wo die Schattenbahn fährt. Anbleiben ist jetzt zum Glück nicht so schwer. Fährt auch in den nördlichen Teil der Stadt rein.
Ja, dann mal sehen. Das ist mein Gebiet, wo? Da gehe ich auch nochmal hin. Fährt. Ah, eins ja. Nördlich von der Mainstraße. Hamburg, willkommen. Jetzt gerade auch in die Stadt. Einfach mal dranbleiben. Was wird eigentlich gerade durchgegeben? Der Transit oder was? Transit, ja. Ja. Ist recht sehr flott. Jetzt vielleicht bei den Kreisverkehren im Nördlichen. Jetzt beim großen Kreisverkehr. Ich eile so schnell ich kann. Okay, ich hatte eben Andi kurz, ist aber auch schon wieder weg. Ja, Andi würde ich jetzt erstmal liegen lassen. Ja, das ist wahrscheinlich der stärkste Gegner. Also nicht nur vom Fahrzeug, sondern auch vom Spieler. Deswegen ist es. Oh, jetzt habe ich auch gesehen. Vorsicht! Ah. Scheiße. Wo sagt ihr? Ich konnte nicht mehr bremsen. Wie war das im Horizon 5 Trailer? Ja, genau. Wo seid ihr? Keiner trifft sich. Ja, nee, ist klar, ne? Parkplatz in der Stadt. Ja, HF biegt da links ab. Ich board mich, das bringt wieder nichts. Okay, Mustang wieder verloren. Ach, sorry, es fährt zum Richtung mittlerer Kreisel gerade. Ah, okay. So. Nee, fährt wieder zum nördlichen Kreisel, da wo dieser. Ah, da kommt er mir entgegen. Ja. Hab ihn frontal und in die Mauer. Nein, warum schiebst du ihn denn an? Nein, ich wollte ihn in die Mauer. Nee, weil das ja bei uns ist. Nee, weil das nicht. Hier sind so viele Weiße dran sitzt. Sind einfach voll viele Weiße dort. Alter, nicht mich! Ja, Alter, ich hab von dem Umgehung von der Wand rausgekommen. Halber Kreise. Richtung ovaler Kreise. Hat anscheinend keine KIs. Ist ja wieder eine nördliche Stadt oder was? Jetzt große Kreise. Ja. Ja, nördliche Stadt. Große Kreiselstraße mit der Parallelstraße zur Princess, zur Hauptstraße halt. Fährt diese Richtung Osten. Richtung Monument. Fährt jetzt wieder auf die daneben, wo die letzte Haltestelle ist von der Straßenbahn. Fährt im durchgestrichenen Kreisel. Fährt durchgestrichenen Kreisel mittig durch. Fährt die Umgehungsstraße. Das ist ganz im Norden, ne? Ja, fährt jetzt. Nicht nördlichste, sondern die äußerste zur Kirche. Oder was das ist. Oh, Mini. Fährt jetzt äußerste unten jetzt am Park. Links rein, links rein am besten. Ja, ja, erstmal nach links, komm. Komm jetzt, zieh, Audi. Ja, ich hab keine Unterschaltung und trotzdem langsam, sorry. Hallo. Wieder an der Wand. Komm jetzt gegenhalten, dann haben wir einen. Ja, 625 ist. Das sollte. Aus. Ist raus. Ja, ist aus. Aus. Haben wir jetzt noch eine Verfolgung? Nee, ich denke nicht. Nee. Ich kann eh nichts wirklich verfolgen, außer die Setter. Also ich suche mal die Setter. Ach, stimmt, die haben wir ja auch noch irgendwo. Ja, wenn die überlebt, ey, das wäre richtig. Dann haben wir nicht gut gespielt. Ja gut, andererseits, sie schleicht so sehr rum, ich glaube, ob man die bekommt. Ja, die wird halt irgendwo im Außengebiet vielleicht sogar sich verstecken oder so, keine Ahnung. Oder halt wirklich in Häusergassen kann ich mir nicht vorstellen. Fällt trotzdem auf. Ja, also ich bin jetzt wieder in der Strandstraße unterwegs. Mal Berggrundstrecke, vielleicht ist sie auch da. Da fahr ich gerade. Oder ich kann auch. Na nö, dann bleib da. Das ist halt das Blöde. Das ist jetzt auch so ein gutes Beispiel, warum wir bei den normalen CVR-Ausgaben eigentlich nicht auf diese Nicht-Blaulicht-Einheiten setzen, weil es viel zu spät ist. S2000 Flugplatz. Auffahrten. Oh. Ah. In welche Richtung? Oh, fährt wieder auf die Autobahn drauf. Boah, der hat mich fast gebaitet, aber ich habe ihn noch gesehen. Fährt jetzt Autobahn wieder Richtung Norden. Nein, und nicht. Na, die C-Klasse. Das ist echt C. Er ist auch langsamer als ich in meinem viel zu langsamen Audi. Müsste gleich mittlerer Kreisel schon sein. Ist vielleicht noch, wo er abfährt oder wo er weiterfährt? Nee, gerade nicht, weil ich habe halt gerade eine C-Klasse geknutscht. Nein, ich hab's denn schon längst wieder überholt. Also ja, ich mach's jetzt mal so, Bludo, ich guck mal, ob ich die Setter vielleicht zufällig in der Stadt finde. Fährt in die Stadt rein vom mittleren Kreisel.
Und wenn ihr zufällig in meine Richtung da kommt, dann komme ich entgegen. Ich fahre mal Geister. Einfach ein Geisterfahrer. Er fährt aber auf der richtigen. Na, fährt doch falsche. Er fährt doch mit dich. Ja, okay, genau der. Ja, dann bitte weiter anfangen, wo. Wir kommen jetzt an. Oben rein an dem Dreieck. Piste. Kann jetzt weiter Richtung Castle hoch, also die Straße, die du vom Castle runterfahren kannst, dann Richtung Mittlerer. Fährt aber Richtung Castle View zum Park. Oh, Audi. Wir hatten jetzt zwei Frontaltreffer mit hier links rein, oder? Ich werd's gern. Also einfach in der Mitte der Straße zu dritt. Nee, nicht reinfahren. Jo, S2000 ist raus. Oh. Ach, gut. Nice. Sehr gut. Ja, dann wieder. So, also jetzt noch. Isetta und Lambo. Lambo und. Was noch? Isetta. Nee, das sind, wir haben erst drei. Ich hab die Isetta. Wo? Ich setze die alleine fest. Das ist mein Ding! Wahrscheinlich nördlich Stadt irgendwo, wie ich glaube. Ich kann halt gar nichts dagegen machen. Beim Monument ist mit der Tür quasi. Ich such schon mal weiter. Es macht ja gar. Das ist einfach so sinnlos. Lass mir den Spaß. Ja. Achso, okay, ich wollte die. Ja, dann sag mal kurz bevor. Ja, wobei, nee. Ja, Alter, ich hab ein Standbild. Also, wenn ich es nicht schaffen sollte oder merke, okay, es wird knapp, dann sage ich euch Bescheid, aber ich glaube, ich bin ein bisschen. Dranbleiben sollte schon gehen. Ja. Vor allem, ich kann die einfach rumdrücken, wie ich Alter. Lustig bin. Danke. Er ist raus. Also was, jetzt haben wir dann eben noch Lambo und nochmal irgendwas, Ford. Oder was? Ist nicht ein Mustang. Ja, und den Spec 5 noch. Den oder Mustang. Ist das der Spec 5? Nee, ist der Liberty Design. Das heißt auf jeden Fall Liberty, ja. Ja, die ändern halt. Ja gut, der ist ja auch, müsste ja auch möglich sein mit Frontaltreffer. Ich glaube, der Lambo ist echt so der wird halt übelst harte Nuss, aber. Heißt, der Lambo hat vom Titan schon einen dicken Frontaltreffer bei knapp 250 Steinen bekommen, weil ich weiß nicht, ob das irgendwo repariert. Ja, das wird halt wahrscheinlich nicht mehr reparieren, darf er sich ja eh nicht. Dann wäre Rivera raus. Oh ja. Er hätte sich selbst das Gründe. Ja, also dann gucken wir mal. Einfach wieder verteilen und dann werden wir es sehen. Richtig. Mal gucken, ob wir noch was finden. Hoffen wir schon. Ich habe tatsächlich ganz im Hintergrund die Straßenbahn quasi bei dem Monument da, bei diesem Siegesdenkmal oder was das ist, da gesehen. Und hinter der Straßenbahn habe ich so was ganz Kleines fahren sehen. Und ich wusste, okay, das können sie jetzt halt sein, ne? Und dann bin ich halt einfach mal hingefahren und tatsächlich kommen sie so oder so angetuckert. Ich mache jetzt mal einen richtigen Andi-Move. Ich bleib jetzt einfach mal im mittleren Kreisel an der Autobahn stehen. Guck mal. Oh ja, komm vorbei, er fährt Richtung Süden, Flugplatz. Ja, siehst du, Andi weiß warum. Wer denn genau? Andi. Andis. Ja. Echter Andi-Move. Also jetzt Richtung Flugplatz und Autobahn. Ja, Richtung Flugplatz aufwarten. Also das war jetzt wirklich gejinxt. Er ist aber jetzt schon auffahren, er ist verdammt schnell. Ja, also fährt da jetzt hoch. Und da muss, glaube ich, fast unser Audi und so. Der Audi ist so langsam fährt jetzt hoch. Ich komme mal entgegen. Ja, gut, ich meine, wir haben ja ein paar 850 getunte Böcke, aber. Er hat mich gebetet, der fährt wieder Richtung mittlerer Kreise. Okay. Kannst du ja schon irgendwie fast ausbremsen? Nein! Bring mich in deinen Windschatten. Ja, du, guck mal nach hinten. Oh Gott, er ist jetzt am Blitzer. Auf der richtigen Seite. Oh Gott, ja. Ernsthaft, mit dem Titan. Ja, ja. Oh. Er ist weitergekommen. Er ist mir leicht seitlich reingefahren. Also gut. Aber der Titan tut halt auch weh mit 3 Tonnen, ne? Aber wenn du mich nicht täuscht, bekommt er auch Schaden. Ich bin im anderen draufgefahren. Ja, wenn der Schaden heftig genug Kreise. Ist, kriegt er von Frontal auch. Er kriegt sehr leicht von Frontal Schaden. Der hat jetzt nördlich, doch nicht. Fährt er in die Stadt rein? Nein, fährt wieder Richtung Süden. Also er fährt noch im Kreis. Achso, okay. Dann fährt er wieder Richtung Süden. Das sind große Menschen. Ja. Oh, Scheiße. Wie bist du so schnell?
Ich stehe hier im Audi, voll auf dem Gas, kommt ein Titan Warrior rechts vorbeigeschossen. Ja, 3 Tonnen mal rollen, dann rollen sie. Also ihr seid nach Süden, oder was? Ja. Jo, Flugplatz aufhaken gleich. Sehr schnell. Hat sich gerade vor einem Random erschreckt. Ist bei den Auffahrten. Pass auf, der stellt sich auch manchmal rechts ins Gebüsch, da hat er mich eben geholt. Also ich stehe jetzt links im Gebüsch, aber fährt weiter. Flugplatz. Also Richtung Norden. Und biegt ab Richtung Strand. Ja, Bauernplatz. Ja, südlich Flugplatz. Also Richtung Bauernstraße ist das. Genau. So weiterfahren werde ich euch nie kriegen. Aber mal gucken. Haben denn alles, alle Amis ein Handschalter sein? Ich habe geguckt, ob du irgendwo in der Stadt den Fort findest. Super, jetzt bin ich. Ja, okay, ich habe hier die Stadt. Ah, ich weiß ja nicht, wo du bist, aber. Ja, jetzt südlicher Flugplatz. Ich bin jetzt Autobahn hinterher getuckt. Oh, nee, er steht in der Wand, kommt vom Titan. Nein! Ja! Jawohl. Ja, lass ihn zurück. Rücklassen. Fährt wieder zurück. Oh Gott, okay. Ich muss mich reparieren, mich hat das so viel Schaden gekostet. Alles gut, ihn leider nicht. Ja, aber ich dachte, ich hatte so. Alles gut. Mann. Also, war ein guter Versuch, das kann man nicht aufstreiten. Ja, wer versucht, der ist gut. Oh, ich! Ja. Du bist ganz schön schnell unterwegs. Ja, also ich lebe hier am Limit in dem Fahrzeug, vor allem ich krieg halt keine Kurve damit, wenn ich so schnell bin. Deswegen hast du jetzt echt Glück gehabt. Nicht? Wobei gut wäre, wenn wir direkt wieder reparieren können. Da wolltest du aber hin. Ja, Autobahn. Was hatten wir? Da war ich doch gerade. Oh Mann, ey. Der Autobahn Richtung Norden rauf. Fahrt Gegenverkehr an der Seite. Wo ist der Muster? Es geht halt irgendwie ausbremsen, dass ein paar mehr Einheiten rankommen können und dann. Ja, dass die Schnellen halt vor allem müssen halt ein bisschen. Dann können auch die langsam aufschließen. Und links mal, wenn der zufällig in die Stadt kommt, bin ich ja auch noch vielleicht dann zufällig da. Ich gucke jetzt aber mal, ob ich einen Mustang vielleicht sehe hier irgendwo. Wo seid ihr? Nein! kurz vorm mittleren Kreisel. Auf mit deinem Kreisel? Ja. Richtung. Wie heißt Männer. Er springt nur noch. Ja, also. Angenehm fährt sich sicher nicht mehr, aber er ist ja. Er lässt eine Minute im Übrigen. Nee, warum ich? Ja, ich hab ihn nicht getroffen. Na, jetzt lass ihn zurück, Wo ist er denn? Wart Offroad. Fährt wieder Richtung Autobahn. Ja. Fuck, das ist ein anderer Spieler. Ich dachte gerade, ich hab gefunden. Da ist aber nicht besser. Ja, Mann, ihr mit eurem Allrad, Mann. Ja, ey, zum Glück hab ich auch Allrad. Ich bin ein richtiger Profi damit. Ja, nicht anschubsen. Der ist zwar noch flott, aber braucht ein bisschen, um auf Touren zu kommen. So, ich fährt euch in die Stadt rein vom mittleren Kreisel. Ansonsten lasst mal Heck frei für einen Titan oder mich gerade mit der Viper. Ich bin mich gerade recht schnell unterwegs. Da haben sich zwei Falkainas quer. Achtung. Ja, nicht hinten rein, das bringt mich gar nicht. Alter, warte doch mal. Der ist sehr aggressiv. Oh, ey, die KI. Der tog Richtung. Ah, das war ich. Dürfen wir uns noch reparieren? Ja, noch? Nein. Ah. Ja. Was war's? Richtung Castle. Ja, nee, seid ihr noch dran, oder? Ja, jetzt Castle. Ja. Dann sind alle da drauf. Ja. Dann komm ich jetzt in eure Richtung halt. Aha. Hat er sich da jetzt durchgebackt? Nein, du bist hier hinten drauf. Hat unsere Straße gerade. Oh, bitte nicht mich. Er zeigt mir einfach rückwärts. Also, bitte jetzt nochmal eine genaue Ansage machen, wo es vorhin ist. Wir sind jetzt an dem Dreieck in der Stadt raus Richtung Park. Da, wo die Bäume im Frühling stehen. Sind jetzt gleich Kirschblütenallee oder wie? Da bin ich doch gerade hergekommen. Ich bin quasi raus. Jetzt zu Castle Road und rutscht Offroad raus, weil es sehr lang. Achtung. Fahren wir komplett im Eimer. Von da vorne jetzt dann gleich an der Kante. Welche Richtung? Links oder rechts? Die links, links sitzen, weil links haben wir mehr Platz. Nicht auch die andere. Nein, andere Seite. Entscheidung. Ich war doch perfekt. Ja, aber links, rechts haben wir nicht so viele Möglichkeiten. Links hätten wir mehr. Ja, es hat wieder umgedreht, der Kirschbaumallee, was. Oder was sonst wäre. Ja, Park. Fuck! Mir war ich da aus und fährt genau in mich rein. Muss ja versuchen, den Weg. Oh Gott! Alter, der Zeit, ich hab Angst. Ich lass das Heck frei.
Nein, was? Hier links ist die Wand. Wieso schubst du jetzt rechts rüber, wenn ich ihn links in die Wand reintreibe? Ordnung, bitte Ansage machen. Wir sind in diesem Dreieck und er fährt Richtung mittleren Kreise. Ja, machen wir aus der Stadt raus, weil wir jetzt keine Wand mehr kommen. Also das war jetzt das zweite Mal, dass ich ihn... Ich habe mehr Grip als er. Ich habe Rennreifen extra eingebaut. Ja, da sollte man eine Wand Ansage machen. Weil... Sind jetzt mittlerer Kreise... Fährt Richtung Süden. Richtung Süden, ja. Okay, warte, dann fahre ich aber. Vorsicht, wer da hinten ist. Ach da. Ich habe auch Probleme mit dem Stehenbleiben und Reifen, weil wir 100% sind. Ja, so. Ist noch jemand dran? Ja, weiter. Ja, oder seid ihr? Ja, ja, ich weiß, ich bin ja hier vorne. Die Seite gewechselt. Wird jetzt falsch. Also ich werde ja nach Süden fahren, ne? Ja. Oh, scheiße, das war gut, sorry. Das war gut, ne? Ja, er wechselt gerade die hin und her. Kann sich nicht entscheiden. Oben auf der Brücke setzt man fest. Oder ihr könnt ihn jetzt genug ausbremsen. Noch bremsen wäre das vielleicht was gut. Weil dann, wenn er vielleicht so gut wo seid ihr jetzt gerade? Ich habe ja, oder bei Autobahn. Bei wo willst du denn hin? Entschuldigung. Wir fahren jetzt rückwärts. Da ist ein Flug. Fliegt da davor rechts ab Richtung Bauernstraßen da. Da vorne aber kommen dann die Häuser. Okay. Dann fahre ich parallel davon. Da vorne kommt ja bald noch der Bauernhof. Ist da wieder 18. Oh, sorry. Ja, dann lass ihn noch jetzt Audi. Ein bisschen fahren und besser dran sein, gerade die stärkeren Einheiten und dann weg. Also, die stärkeren müssen nach vorne. Das ist klar, die langsam müssen nur noch zum Zustellen da sein. Wo seid ihr jetzt genau? Jetzt unterm Bauernhof. Jetzt aber. Bam! Pluto, jetzt komm! Ja. Wo genau seid ihr? Wahrscheinlich beim südlichen Bauernhof. Ja, hab ihn gekillt. Hab ihn. Habt ihr ihn? Boah, sauber. Ja. Ich bin auch irgendwo in der Nähe. Ich brauch nur ein bisschen. Boah, ja, nice one, aber fünf Stück, ey, und davon auch wirklich den Lambo bekommen, das ist schon echt super stark. Aber der Lambo war jetzt eine harte Nuss, ey. Ja, das hab ich ja gleich gesagt. Das wäre denen nicht so den Fokus. Das mit der Wand, tut mir leid. Ich hatte halt nur mehr Leid. Ich will euch sehen. Oh. Ich bin auch gleich da. Jetzt auch ansagen können sollen wahrscheinlich. Wir sind jetzt am Bauernhof, Seite noch Süd. Ja. Ja, hier Alter, rechts, genau, und dann schon, links in der Ecke. Ja, ich nehme das mal ab hier. Der kommt mir ganz schön lange in Knast, du, dieser Junge. So, wunderbar. Ja, das soll es gewesen sein mit einer Wheelspin CVR-Ausgabe. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so wäre, lasst auf jeden Fall sehr gerne Feedback da und ein Däumchen nach oben. Checkt auf jeden Fall die anderen Sichten aus in der Videobeschreibung. Ich bedanke mich recht herzlich bei allen, die hier heute mit dabei waren. Und dann, bis zum nächsten Mal. Ich wünsche ein wunderbares Wochenende und bis dann. Ciao. Tschüss. Ciao. Tschüss.